Nicht vom Grizzly angreifen lassen. Allerdings, bitte. Kann ihr heute so wärmstens empfehlen? Ja, wie gesagt, ich habe mir also von Quill 18 ein paar Sachen angeschaut. Ich glaube, Roomba hat er halt so fein gespielt und ich habe es mir angeschaut. Es sieht eh mega interessant aus, aber ich habe einfach gerade keine Zeit, wirklich mich noch in ein weiteres Paradox-Game reinzu. Oh oh, it happened. Reinzufuchsen. Madden, wie viele von euch? Nur der eine? Okay. Wie schwer ist denn schon verletzt? Oh, very good. Come on, Ebo. Ah, es ist so großes Bison. Bam, nochmal getroffen. Nicely done. Okay, jetzt sollten wir extrem viel Fleisch haben dann. Es muss hier nur auch verkocht werden, weil roh können wir das nicht essen. Ja, 703 Fleisch haben wir hier. Wer bist du? Luffy? Was machst du hier? Go Frenzy. Oh, ich dachte, ist nicht Go oder sowas auch eine Droge in dem Spiel? Ich dachte kurz, ich wäre voll auf Drogen und habe mir gedacht, wo zum Geier sind die Drogen her? Was war das hier? Ein totes Muffalo, das einfach hier rumgelegen ist und ich es nicht bemerkt habe. Heavy Bridges. Oh, okay, warte mal. Sind das jetzt die... Marble Bridge hier, bitte. Weil nachher muss ich es nur wieder abräumen, wenn ich sie dann doch... Aber ich glaube, momentan macht die Grenze schon Sinn. Und dann drauf kämen dann die Sandsäcke hier. Aber immer mit einer Mauer dazwischen, glaube ich, ist das Gescheiteste. Dass wir so Schießschaden haben wegen Granaten und so weiter. Wir können nur nicht zu viele schießen. Das machen wir vielleicht später. Am Anfang kann ich einfach mal nur die Sandsäcke hinhauen. Letzte Ziffer, glaube ich, C4. Ja, viele sagen ja, dass C4 eh noch das Beste war. Wobei, es gab ja diese große Kontroverse mit One-Up, also one Unit per Tile. Ich finde, es macht die Kämpfe eigentlich schon ein bisschen interessanter, aber es stimmt schon, dass die KI so deppert ist damit, dass es halt manche Sachen auch einfacher macht. Aber mir gefällt Ziff 6 mittlerweile wesentlich besser als Ziff 5 damals, glaube ich. Weil Ziff 5 ist auch so lange her. Was ist da hier drunter noch? Ah, das ist mein Plan, ha? Huh? Aber mein Plan kann ich jetzt hier eigentlich wieder... Mein Plan ist nicht mehr aktuell. Aber da die Sandsacklinie kann ich mir noch drin behalten für einen Moment. Weil ich seine Brücken hier schon sehen sollte. Und wenn es das Holzbrücken sind hier, ist vielleicht auch nicht das Schlaueste. Für die Mauer. Das könnte zu Problemen führen, nehme ich mal an, aber es ist jetzt für den Moment halt so. Okay, wir haben wieder unsere 20 Simple Minus, das ist okay. Und dann müssen wir nächstes Mal wirklich ein bisschen expandieren. Also nächste Saison. Was haben wir denn jetzt? Zwei Kolonists idle? Wer ist denn jetzt schon wieder alles idle? Philly und ich meine, Kali ist die ganze Zeit idle. Sind die Animals fertig getrained? Annähernd fertig getrained, ja. Was heißt das? Can be automatically mounted by any pawn. Ja, das ist fein für den Moment. Blocked drain. Oh. Why? Sehe ich das irgendwie bei Plumbing oder so? Oder muss man die dann ausputzen? Muss ich da einfach... Ich wollte da nichts bauen, sorry. Mein Fehler. Muss ich da einfach einen Typen hinschicken? Ja. Yeah. Oh, there we go. Oh, Skittles failed. Oh no. Okay, und dann kommen hier jetzt noch der Weizen. Jetzt kann ich schon Sandsäcke machen? Ja.
20 gehen, das muss hier bitte auch noch gebaut werden, sonst hat der ganze Chast da oben nicht wirklich Sinn. Wie schauen wir hier aus? Okay, es ist halt eine lange, lange Aufgabe, alles hier zu bauen. Sag was bitte? Die sind nicht gestorben? Das sind noch ein paar resilient Pflanzen hier. Wow. Und wenn die überleben könnten, wäre super. Spring has begun! Ja, da müssen wir mal anfangen. Ein bisschen unsere. Ah, jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich fürs Bier alles brauche. Ich nehme mich, glaube ich, lieber Bier braun als Joints machen. Mit Joints machen haben wir das letzte Mal gemacht. Okay. Egal, dann dauert es vielleicht noch ein bisschen länger, bis wir tatsächliches Bier haben. Wir können. Great New Growing Zone. Ja. Great New Growing Zone, indeed. Machen da mal noch ein bisschen mehr Korn rein. Wo ist es denn? Corn Plant. Dann haben wir auch noch mal eine fette Zone für Reis rein. Wie viel Heelwood habe ich? 16, nicht so viel. Brauchen vielleicht immer ein größeres Feld. Cotton ist auch nicht besonders viel. Aber dann brauchen wir auch als nächstes Hops oder was hast du für ein Fertility-Dingsy? Hop. Wo bist du? Nur 70% Sensitivity. Das heißt, es ist ein bisschen Verschwendung, wenn ich dich da immer. Weißt du was? Ich hau die Hops in dem Fall einfach. Nein, 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 warte. Ist das eine Growing Zone, bitte? Ja, wieso hätte ich die dann über die anderen machen können? Und ich hier so auf die nicht so fruchtbaren Teile. Ich meine, da können wir nicht auch noch. Und da können wir eigentlich das Viereck fertig machen. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir so viele brauchen. Lassen wir es mal hier dabei. Hop Plant. Ich frage mich, ob das dann genug zu essen ist. Ich glaube, ich noch ein bisschen mehr Cotton und Heelwood. Jetzt übertreibe ich es vielleicht ein bisschen, aber hey. Machen wir hier nochmal ein Dreierchen Heelwood. Und dann haben wir hier noch ein 3x4 Cotton hin. Da ist ein bisschen durcheinander, aber das passt schon. Und dann haben wir hier immer noch ein bisschen Platz für mehr Essen. Paar mehr Tomaten vielleicht. Ja, haben wir noch ein paar mehr Tomaten rein. Da kommen noch Tomaten. Ich finde, das sieht herzig aus, wenn es so durcheinander ist. Ich meine, es trampeln jetzt immer alle durch die Felder, aber das ist fein. Haben wir jetzt nur einen, der wirklich pflanzt, gell? Ich meine, wenn du nichts Besseres zu tun hast, lieber Philly, gib das bei auf 1, das auf 2. Dann kannst du auch noch ruhig growen und harvesten, damit schneller gepflanzt wird. Das heißt jetzt aber allerdings auch, dass wir relativ dringend, wenn es dann Sommer wird zumindest, relativ dringend, die Coolers ebenfalls brauchen. Mad Boomaloop schon wieder? Wo ist die Mad Boomaloop? Jump to location. Wie viele? Eine? Nope, zwei? Okay, zwei Mad Boomaloops. Relativ nah an uns, wobei es ist alles relativ nah an uns, weil ich mich mittlerweile so präpotent hier in die Welt gesetzt habe, dass wir eigentlich nicht zu verfehlen sind. Alle bitte. Drive hier hin. Drive vielleicht hier hin. Drive vielleicht in der Nähe des Wassers, actually. Jetzt, wo ich es mir überlege.
Okay, Boy kann schon schießen. Nicht auf andere schießen, oh bitte. Nice, wenigstens sterben sie schnell. Okay, wunderbar. Paar Sächelchen. Erstens werden jetzt alle wieder undraftet, bitte. Und zweitens wird dieses Feuer bitte schnellstmöglich gelöscht, weil das wird alles ganz schrecklich. Kannst du nicht. Bubla kann, glaube ich, nicht Feuer bekämpfen, wie es aussieht. Also ein paar Leute zumindest könnten sich da bitte. Oder kann ich aber nicht rechtsklicken mit euch? Seid ihr nicht. Nein, Bubla und Raccoon können nicht firefighten. Seid ihr Pyromaniacs? Raccoon, stimmt. Hat angefangen, alles anzuzünden. Er ist wahrscheinlich Pyromaniac. Oder? Rocky, my dude. Yep, und dann Bubla auch, I guess. Nein, wieso? Incapable of Firefighting einfach so, okay, ist klar. Löscht's bitte alles. Kann ich hier auch noch löschen, sonst geht es hier. Not in home area. Ja, dann muss ich sagen, dass das alles die home area ist, aber es ist mir gerade zu blöd, das Fenster aufzumachen. Ich meine, es ist auf der anderen Seite des Flusses, also zumindest kann es nicht zu meinen Gebäuden kommen. Und da ist fast alles aus Stein. Auf der Seite des Flusses. Aber einfach die ganzen schönen Bäume und so sollen auch nicht abbrennen. Was soll das bitte? Na, fight test noch. Skittles, hör mal nicht auf hier, Feier. Wenn es jetzt in Honda Home Area wäre, dann wird es schneller gehen. Ich meine, irgendwann muss ich sie eh expanden. Hey, du musst jetzt gar nicht glauben, du musst hier anfangen zu brennen, Baum. Das ist eine depperte Idee. Okay. Jetzt noch das letzte Bissal hier. Dann hätten wir es erledigt. Wunderbar. Wird schon gepflanzt? Raccoon? What you doing? Cutting poplar. Plant Cut ist nicht so hoch. Ich habe Allow Sowing. Das ist aber noch zu kalt, oder? Aber bis hat 11 Grad. So the zone. Immediately. Und ich vergesse jedes Mal, wo unser Koch ist. Phil. Philly. Sorry. So this zone, let's go! Vielleicht ist es zu früh. Und deswegen machen sie es noch nicht. Aber ich bin ungeduldig, was soll ich sagen? Ah, jetzt wird schön gepflanzt, wunderbar. Hier haben wir auch schon recht viel fertig von der Mauer. Ich würde sagen, schon mehr als die Hälfte. Nur noch da zu machen. Ist mir das dann groß genug? Oder will ich noch bis da runter und dann von da zu machen? Naja, ich glaube, wir machen es so, sonst können wir immer noch expandieren später. Aber das Ganze muss auch irgendwann das Ganze umschließen, damit es irgendwie Sinn macht. Wir noch ein Bison jagen. Jagen wir auch noch ein Bison. Wir sind schon wieder unten auf 500 Fleisch. Hey, ich sehe gerade, da ist ja nur ein Abstand. Was soll denn das bitte? This is not how it should be. Haben wir viel Limestone? Wir haben viel Limestone. Wobei, was ist das hier? Sandstone haben wir nicht so viel. Machen wir das hier aus Sandstone. Mach das hier noch zu, du brauchst ja nicht so viel Platz. Wir fangen mal an. Vorsichtig. Warte mal, wurden die Komponenten geholt, die ich gemeint habe? Ja, oder? Ja, okay, sehr gut. Das ist nämlich wichtig, damit die nicht deterioraten. Das wäre das Allerdümmste, wenn wir die Komponenten rausholen aus der Machinery und dann lassen wir sie verrotten. Dann haben wir nämlich ein Minus gemacht, das wir normalerweise nicht hätten, wenn wir es einfach nur sein lassen. Herr Grizzly, musst du unbedingt innerhalb der Mauer sein? Ich glaube, wir müssen den Grizzly killen. Ja, er ist bei meinen Leuten.
Wenn es bis zum Tod ist, werden wir uns alle zusammenstellen. Ah, wir können Solar Panels bauen. Wir haben eh noch genug Strom. Und den Herrn Bären hier töten. Ich glaube, das muss sein. Ja. Das wird so. Irgendwann greift er wen an, ich weiß es schon. Hat sich alle dahin. Animals ready to release. Nope, das wollte ich nicht. Sorry. Attack. Boom! Please. Attack. Boom! Okay, there we go. Watch your fish of the... Nicht Nahkampf mit einem Grizzly gern. Oh mein Gott, machen. Ihr Vollkoffer. Oh, ich hatte vergessen, dass wir ein paar Nahkampfsachen haben. Haben wir ihn? Oh mein Gott. Oh Lord. Kill den Grizzly Bear. Finish off Grizzly Bear. Okay, ich meine, es ist ja, eigentlich mag ich Bären, Bären sind herzig. Aber sie neigen leider dazu, Kolonisten zu fressen. Was nicht so schön ist. Warte mal, da haben wir noch keine... Können wir das kurz alles canceln hier? Sorry. Und hier stattdessen schon nochmal Stone Bridges reinhauen. Nur, dass sie wenigstens irgendwo... Nicht Marble, though. Slate haben wir nicht, oder? Limestone, was war das? Limestone haben wir viel, gell? Ja. Also, hau da eine Limestone Bridge hin und dann fetzen wir drüber eine Limestone Wall. Weil das ja eigentlich... Sollte das Marble sein? Sieht man den Unterschied? Naja, das kann ruhig Limestone sein. Okay. Dann, als nächstes, hätte ich gerne eine Steel Spike Trap. Erstens hier, zweitens hier, drittens hier, viertens hier, fünftens hier, aber warte mal, da komme ich nicht hin. In dem Fall hier noch eine. Wieso ging das hier bitte nicht? Oh, ich muss jetzt einen Space dazwischen haben, das war früher auch nicht so. Okay, dann haben wir wenigstens vier Traps drin, ist nicht so viel, aber ein bisschen was. Ich meine, der Grizzly Bear sollte ja eigentlich auch ganz gut Fleisch geben dann. Die Hopplants sind eingebaut. Naja, jetzt müssen wir weiter warten, dass die gesamte Umrandung hier fertig gebaut wird, damit ich den Rest bauen kann, den ich bauen will. Es sind mittlerweile schon 15 Grad innen und brauche ich die Coolers. Ich darf es auch nicht zu spät machen. Okay, fangen wir mal an. Einmal cooler für euch beide. Einmal cooler für euch beide. Und hier haben wir auch noch kein Geld für euch beide, ja. Das ist mal die, damit zumindest die Zimmer kühl sind. Wenn eine Hitzewelle kommt oder sowas. Und die Boa, wenn du dich gleich mal drum kümmern könntest. Die Dinger zu bauen, wenn nicht, damit wir es erledigt haben. Wunderbar, das ist alles eh schon auf Raumtemperatur eingestellt, also da muss ich nichts mehr dran verändern, das soll ja kein Tiefkühler werden. Wie ich Lichter im Tiefkühler. Ich weiß es noch nicht. Wir können noch ein weiteres Gästebett machen. Das wird jetzt mindestens... Machen wir ein exzellentes Gästebett. Okay, hier wird ordentlich was gebaut. Jetzt zeigst du mir... Ich kann die Brücke nicht anklicken, wie es aussieht. Und mein Skelett kann wer wegholen, wenn er möchte. Jetzt haben wir hier so einen Raum, den man auch für irgendwas benutzen kann. Ich weiß noch nicht genau, für was wir das benutzen wollen nachher. Seid ihr Limestone? Limestone Wall. Gell? Das heißt, wir haben eh noch mehr als genug Limestone Blocks. Perfekt. Und den Marble will ich mir aufbewahren dann für was anderes. Junks. Sind das Limestone Junks? Sehr schön. Die werden auch noch geholt.
Jetzt beschwert sich damit eh, weil er so nichts zu tun hätte, dann könnte sie Steine schleppen. Wie geht's dir? Du wurdest verarztet. Sollte aber alles nicht so schlimm sein. Infektion sollte eigentlich nicht passieren bei dir. Ebenfalls verarztet. Wunderbar. Ich würde eigentlich dabei mal kurz hier gern die Medicine verbinden, weil ich mir die aufbewahren will für wirklich schlimme Sachen. Das Rest kann auch mit. Okay, du kommst von der Seite. Jetzt habe ich nicht geschaut, ob sie direkt angreifen. Steel Knife. Archer. Steel Knife, Archer, Archer. Kein Haufen Archer. Er kommt jetzt sicher von der falschen Seite. Muss sagen, das nervt ein bisschen. Greift sie gleich an? Das schaut relativ gleich angreifend aus, obwohl man sich genau sagen kann. Es werden mal alle gedraftet, selbstverständlich, und kommen hierher. Was bist du? Rotting. Lass es mal rotten. Naja, da kommen sie. Ja, könnt ihr mal Geschwindigkeit 1 hier? Ein bisschen zu schnell, wie das alles geht. Du hast noch keinerlei Waffe. Das ist kreuzdeppert. Haben wir aufgedraftet zu sein und geh dir mal einen Steel Club oder sowas zumindest mal zulegen, wenn nicht komplett am Arsch bist. Okay, wir sollten hier mal in sowas wie eine Defensivposition kommen, wenn möglich. Du hast ebenfalls eine Schusswaffe, gell? Ich hoffe, das ist halbwegs Deckung. Eine Boe kann mal. Meine Boe kann sich hier in Deckung stellen. Kali muss vor allem wegen den Viechern irgendwo hin. Warte ich mal dahin. Ich meine, du bist eigentlich Nahkämpferin, aber ich will eh nicht nahkämpfen. Eigentlich. Können die ersten schon schießen oder wie schauen wir aus? Leute, die rennen einfach an mir vorbei, so wurde das jetzt nicht gemeint. God freaking damn it. Weil sie den Benjamin zuerst gesehen haben oder was ist da passiert? By the way, release the animals, Kalikiko. What the f. Jesus, das bist du? Skittles! Oh Gott, okay, diese Waffe hört sich schrecklich an. Colonist needs rescue. Sind sie alle wenigstens schon in dem Kampf? Skittles? Wer ist das hier? Cockroach, okay. Bubla! Nein, nein, nein. Bleib gedraftet, sonst läufst du nur weg. Rescue Skittles! Skittles, wie schlecht geht's dir? Okay, no immediate danger. That's what you like to hear. Jesus Christ, die Waffe ist insane. Motherfucker! Oh mein Gott! Jesus! Philly! Wow! Hey, Benjamin! Wer ist jetzt da? Also du gab, dich gab's noch? Raccoon? Wer ist das hier? Keine Ahnung, irgendwer. Alles mal anverbitten hier. Hör mal auf, gedraftet zu sein. Kali, hör auf, gedraftet zu sein. Ihr hört auf, gedraftet zu sein. Ich weiß nicht, ob irgendwer noch irgendwen rescuen muss. Bist du deppert? capture him. Ich meine, wir haben genug Gefangenenräume. Wir können zumindest da gar nicht stehen, wenn wir sie nicht haben wollen. Okay, capture. Oh shit, Benjamin ist mein eigener Dude. Benjamin, rescue! Warte mal, wie schlecht geht's dir? Dead in 5 hours? Okay, we gotta move, people. Okay. Wer ist mein Doktor? Benjamin ist in Lebensgefahr. Mein Doktor ist. Fuck, Skittles. Okay, second Doktor ist Raccoon. Raccoon, dir geht's zumindest so gut, dass du noch nicht ganz am Abkacken bist, oder? No immediate danger, okay? Es tut mir leid, Raccoon, aber du musst das erste eins machen. Rescue Benjamin. Immediately. Don't waste time. Lauf. Okay, Bubbler. Fertig. Benjamin ist der andere Vierer-Doktor. This is problematic. Aber du bist auch nicht am Sterben gerade, wenn ich das richtig sehe. Nein, okay. Als erstes muss Benjamin hier schleunigst in ein Bett gebracht werden. Okay,
Okay. Come on. Sind wir noch gedraftet? Nein. Okay, wir machen jetzt wieder 3 Speed. Come on. Okay. Das nächste, was du machst, ist sofort Prioritize Tending. Wie schauen wir aus? 4 Stunden. Come on. Lauf! Okay, we got it. Da könnte jetzt eine Infektion passieren. Meine Break Risk, das ist fein. Medical Emergency? Wer ist der Medical Emergency? Upsi. Ja, das ist jetzt schlecht, aber ich mache mal so aus. Du bist dicht am Verbluten. Ich kann versuchen, ihn jetzt zu holen, aber es geht sich nicht aus, glaube ich. Okay, schauen wir mal. Nee, du tust sicher nicht Blood Clean jetzt. Ich glaube nicht, dass es sich ausgeht. Aber wir können es wenigstens ausprobieren. Na, eine Stunde. Der ist tot. 0,9, 0,8, 0,7. Wow! 6! Oh Gott! Oh, we lost him. Tending to Skittles. Das war knapp. War fein. Holz ihn bitte weg. Dankeschön. Wir haben einen Mistplatz für sowas. Oh, können wir sie finishen? Oder du bist du denn tame, wenn ich dich rescue? Habe ich denn einfach eine Ibex Store? Wie schnell bist du tot? Oh, in 5 seconds. Okay. Goodbye. Nicht verbinden, sondern das ist wertvolles Fleisch. Raccoon müsste eigentlich auch noch getendet werden. Kannst du aufstehen? Vielleicht tun wir kurz Self-Tend anmachen bei ihm. Wo mache ich denn das schon wieder? Self-Tend, yes, bitte mach kurz. Nur, dass wir keine sofortige Infektion bekommen. Compulsion? Ah, okay. Mach doch oben rechts hin und mach später ein Waffenlager. Erleichtert dann die Suche nach Waffen, wenn sie im normalen Lager liegen. Stimmt. Nö. Ja, das ist eine gute Idee. Starvation? Greedy. Trivial, okay. Ja, das war schon ein bisschen ein überer Raid. Es ist extrem geil, dass wir diese Waffe erbeutet haben. Die ist insane. Und ich bin sehr froh, dass wir... Deswegen war das nur einer. Dass wir die Tiere haben, die wir in den Nahkampf schicken konnten gegen ihn, damit er sie nicht verwenden konnte. Und sonst hätten wir herbe Verluste hinnehmen müssen. Oh, warte mal, was war das gerade? Was habe ich gerade geheilt? Damn it! Ich wollte nichts heilen. Was hatte ich gerade ausgewählt? Was kann man auswählen, dass man uns heilt? War das bei Orders? Nein. Damn it! Was habe ich gerade versteckt? Ihr wollt nichts verstecken. God damn it. Wer putzt so im Allgemeinen? Weil jetzt ist gerade wirklich dreckig. Wenn es nichts zu tun gibt, putzt du. Das passiert auch nicht oft. Hey, Bubble, kannst du cleanen mal als so eine Priority haben? Nur, dass da mal wieder sauber gemacht wird. Ist überall Blut. Bist du fertig mit Durchdrehen, Raccoon? No! Okay, irgendwer anderer muss warten. Damn it! Wenn Raccoon durchgedreht ist, yo, boy, Surgeon. Okay, boy, zeig, was du kannst.
Tentu Fluffy, nicht, dass mir der stirbt, der Arme. Liegt da herum. Okay. Sehr gut, jetzt können wir es wieder abdrehen. Dann machen wir Boe gerade noch. Okay. You stopped. Kannst du dich selber verarzten kurz? Oder müssen wir warten, bis Skittles wieder. Du duschst dich? Okay, schon. Nein, ich glaube, wir müssen warten, bis. Really? Death in 21 hours mittlerweile. Oder warte, wenn ich dir Self-Tent gebe, kann ich dir sagen, du sollst Self-Tenten? Ja. Okay. Hey, servus, Kaffeeli! What the fuck just happened? Flashstorm. Oh no. Es gibt Feuer, oder? Feuer ist schlecht, alles ist aus Holz. Nope! Kann es bitte regnen dazu vielleicht? Oh shit, Moment kurz. So, sorry. Ich hatte gerade noch eine Suppe am Herd, die ich noch etwas köcheln lassen wollte. Mittlerweile ist keine Suppe mehr, sondern ein Topf. Alright, hey, kannst du bitte nicht mein ganzes Zeug abbrennen? Wer auch immer dafür verantwortlich ist, Gott oder so. Please stop. Nicht die... No, please. Oh Gott. This is so bad. Nein, da brennt's auch, Leute! Raccoon! Raccoon, kannst du. Nein, du kannst auch nicht Feuer bekämpfen. Skittles! Geh Feuer bekämpfen! Oh Gott! Oh Gott! Schnell! Haben wir nicht schöne Pflanzen! Eieiei! Das habe ich gar noch gebraucht nach dem Raid. Das ist mit so einer neuen Abfackel. Jesus! Okay, es hört nicht auf. Bevor es hier hinkommt, bitte, wäre wichtig. Nope, lasst nicht die Holzböden hier. Schnell! This cannot happen. Nicht zu den Holzböden, sonst sind wir geliefert. Ja, das die Brücke da unten kann ruhig abbrennen, das ist nicht so wichtig. Hey, hey! Ja, dämmt es doch ein, den Schaß! Come on. Ja, der ganze Strom ist weg, Plumbing ist am Arsch, mein Gott. Ja, hier brauche ich ein Power Conduit, dann... Okay, können wir Stone Plumbing machen oder so? Limestone Plumbing. Wieder aufgebaut wird mit Stein. Wenn ihr was abfackelt. Das sollte jetzt bitte schnell passieren. Boah, ich weiß, du wurdest gerade schon für Dinge missbraucht, aber machen wir bitte den Power Conduit schnell fertig. Wo denn jetzt? Ja, da oben ist ja wurscht. Auf der anderen Seite vom Fluss, das kann er ruhig brennen, wenn es möchte.
Das ist gebaut. Das Plumbing bauen wäre auch geil. Oh, replace ich da was? Das ist auch okay. Starvation wäre ein Bumjamin. Kümmert sich wieder niemand um ihn, oder was? Das wird sich dann schon irgendwer um euch kümmern. Im Allgemeinen geht es dir nicht so gut. Ist von 5 Minuten da und schon ist Weltuntergang angesagt. Im Grunde so wie immer. Richtig. Es muss ja ein bisschen Spannung aufkommen. Geh bitte Feuer, kannst du aufhören zu existieren? Okay, Fluff ist fully healed. Dieses kleine Feuer brennt deppert. Hey, Per, kannst du das fertig machen? Sonst können die Leute nicht mehr gescheiter das Klone, dass alles übergeht. Hey, da bitte. Verstehe schon, du willst schlafen, aber wir haben alle unsere Ziele und Träume. Meine Break Risk, bist es du? Nein, das ist Bumschamin. Der hat es auch ein bisschen heftig abbekommen, muss man zugeben. So. Haben wir jetzt Plumbing-wise alles fertig gebaut? Ja, sehr schön, okay. Und wir haben Gäste auch noch, perfekt. Okay, irgendwer ist fully healed. Das muss gebaut werden. Ich schaue mal hier aus. Ausgezeichnet, schauen wir hier aus. Muss nur noch das hier bauen. Das muss noch gebaut werden. Wir sind bald mit unserem Bauprojekt nicht so weit in Auftrag gegeben, habe fertig. Da müssen wir nur noch hier die Killbox machen und die letzte Mauer und dann sind wir tatsächlich für einen Moment abgesichert. Block Drain. Vorher war der gesamte Drain geblockt. Bubla. Ist da nicht eine. Wo ist der? Ich dachte, das ist ein. Wo ist. Welcher Drain ist geblockt? Deiner ist abgefackelt, was ich nicht gemerkt habe? Nein. Ah, vielleicht wurde das schon von irgendwem geklärt, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das Grundwasser hin und aus geht. Hey, das kannst du wieder hauen. Was ist das hier? Ambrosia. You failed to rescue Spider, this will make Bubbles sad? Wer war denn das? Oh, Lover. Fair enough. Hey! Checkt mir das Bison bitte. Das ist fertig, okay. Das hast du die Sachen erledigt. Wieso baut das eigentlich gerade keiner? Was machst du gerade? Ah, du machst die Steel Spike noch? Ist das Wooden? Sind das Wooden Bridges da unten? Das ist eine dumme Idee. Stop it. Baue stattdessen Limestone Bridges da unten, bitte. Ah ja, und das muss auch noch gebaut werden. Die Limestone Wall da hinten. Wie viel Limestone haben wir? 811. Okay, und dann wird weiter Limestone gebaut. Und zwar gehen wir von darüber. Ja, ich guess, gehen wir von darüber. Nur wie mache ich die Killzone? Wir machen es zuerst so, aber das muss noch nicht unbedingt jetzt gleich gebaut werden. Du kommst hier runter. Dann machen wir das Ganze gleich so, so, so. Wobei hier dann überall Limestone Doors drin sind. Warte, da ist offen nachher. Oder wir machen hier eine Trap und hier eine Trap.
Das ist ja nicht nebeneinander. Dann machen wir hier die erste Tür. Also dürfen wir nicht nebeneinander sein. Das heißt, ich muss es nicht so machen. Limestone Wall. Dann machen wir hier die nächste Tür. Hier die nächste Tür. Hier die nächste Tür. Wobei, nein, ich brauche weniger Türen. Moment mal. Moment mal. I got it. I got it. Wir brauchen. Machen wir wieder Wände. Hier kommt eine Trap, hier kommt eine Trap. Hier kann keine Trap, hier kommt eine Trap, hier kommt eine Tür. Trap, nicht Trap, Trap, Tür. Trap, nicht Trap, Trap, Tür. Trap. Okay, das macht Sinn. Und dann. Von hier ausgehend machen wir es dann halt nur in die Richtung groß, I guess. Dann können wir da auch noch eine Trap hin machen, eigentlich. Und da kommt dann die Sandsäcke hin. Die Frage ist nur, was wir da reinhauen, damit es verlangsamt ist. Da oben haben wir das Wasser. Kann ich Wasser graben? Not look like it. Aber da haben wir alles mögliche Scheiß, den wir da hinhauen können. Gell, diese Spikes da? Wo war das? Steel Caltrops können wir da hinhauen. Ich meine, für den Moment reicht das mal und dann da die Sandsäcke. Und hier muss alles das erste Mal gechoppt werden. Und dann eigentlich alle anderen Pflanzen auch noch gecuttet. Es ist nur blöd, wenn wir da einen Boden hinbauen, weil dann laufen sie drüber schneller. Das ist nicht wirklich Sinn der Sache, wobei wir könnten zuerst den Boden und dann die Caltrops draufbauen. Ich sollte auch mal die Brücke wieder aufbauen, wobei, wie gesagt, beim Wiederaufbauen können wir dann stattdessen die Limestone Bridge verwenden. Damit das alles nicht mehr so gut abfackeln kann wie vorher. Dann Planning. Würde ich bitte gerne die Plans hier removen, weil hier sind wir fertig momentan mit den Plänen. Okay, dann haben wir alles soweit geplant. Wir haben die Kühlsachen hier eingebaut. Hier ist wieder alles bepflanzt worden. Wonderful, das ist, wenn wir das jetzt gebaut haben, dann tun wir uns als nächstes ums Bierbrauen kümmern. Spite Creativity. Ja, der Plan schaut auch nicht schön aus. Und nach dem Bierbrauen kümmern wir uns darum, die Gästequartiere und so etwas schöner zu gestalten, würde ich mal sagen.